Hallo Leute, Super Mario Luffy hier und heute will ich euch den ersten richtigen Konter gegen Predator-Spieler im PvP vorstellen, euch den erklären, wie es funktioniert, was ihr alles dazu machen habt. Alles erfahrt ihr später in diesem Video. Zuallererst möchte ich sagen, ihr braucht über 60% Blutungswiderstand. Viele von euch werden jetzt sagen, Blutungswiderstand gegen Predator, das wirkt nicht, was redet ihr? Doch, es wirkt und ich werde es euch später dann auch in meinem Testteil, wo ich das alles getestet habe, herzeigen. Und erklären auch, wieso genau 60% Blutungsresistenz so wichtig ist. Ich habe auf jeden Fall alle meine Builds schon umgebaut, Mods eingefügt, dass ich über 60% Blutungswiderstand komme. Drei Mods genügen und auf den Knieschonern und auf den Rucksack Maximum Blutungswiderstand. Dann kommt ihr auf jeden Fall über 60%. Ihr seht hier mein Taktiker, Striker. Ich habe hier alles schon umgebaut auf 60%. Momentan gibt es Blutungswiderstandsmods zu kaufen, einmal auf Elektronik und einmal auf Schusswaffen. Also schnappt sie euch, dann ich möchte keine Heulerei mehr hören über Predator, denn er geht jetzt schon wirklich mittlerweile relativ einfach zu kontern. Wie gesagt, 60% ist wichtig. So, jetzt werde ich euch mal herzeigen, was genau diese 60% Blutungswiderstand bei einem Spieler bringen. Ich spiele hier Predator und mein Kollege hier hat ein Bild an mit 60% Blutungswiderstand. Und normal seht ihr, tickt das, bis ihr tot seid. Aber mit 60% Blutungswiderstand tickt der Blutungseffekt von Predator nur dreimal. Und wenn ihr da wirklich nicht dreimal von einem Crit-Treffer getroffen werdet, überlebt ihr das ohne Probleme. So, jetzt zeige ich euch das Ganze mal, wie sich das auswirkt, wenn ihr kein Blutungswiderstand hat, wie oft er tickt. Das tickt, bis er tot ist, nicht nur dreimal, sondern bis zu achtmal kann es ticken. Natürlich hat jetzt die Ulti das Ticken unterbrochen, doch ohne Blutungswiderstand tickt ihr bis zu achtmal. Und wieso 60% so wichtig sind? Denn wenn ihr nicht 60% Widerstand habt, dann tickt ihr schon viermal. Und ihr wisst schon, drei oder viermal, das kann 150.000 ausmachen vom Schaden. Deswegen ist es wichtig, so wenig wie möglich die Ticks abzubekommen. Jetzt hat mein Freund hier unter 60%, also 50%, bisschen mehr über 50%. Ihr seht, das tickt jetzt viermal, zwei, drei und viermal. Und es ist vorbei. Ihr könnt wählen, bisschen unter 50, unter 60% oder 60% und drüber. Ich präferiere die 60%, denn ich will so wenig bluten wie möglich. Hier nochmal die 60% Variante, dreimal ticken und der Blutungseffekt ist vorbei. Und wenn ihr dann noch beim nächsten Mal dann auch noch Medikit und Box habt und im Team auch noch spielt, sollte eigentlich das kein größeres Problem mehr sein, gegen Predator-Spieler vorzugehen. Also, auf jeden Fall Knieschoner, Blutungsresistenz. Rucksack, Blutungsresistenz. Holt euch die Mods. Die gibt es im Moment in Safehouse Southpaw, wie das heißt, und einmal links oben. Also zuschnappen, eure Sets umbauen, sehr wichtig. Ja, das war mein Video. Über ein Like und ein Follow würde ich mich freuen. Weitere Informationen und Bildvideos kommen, Gameplay-Videos, Manhunts, ihr wisst schon, das volle Programm. So, dann viel Spaß beim Umbauen und einen schönen Tag. Ciao, ciao.